ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Video, das dir helfen kann bei zum Beispiel Kopfschmerzen oder Nackenverspannungen oder Schmerzen in den Schultern. Wir wollen heute die Faszien bearbeiten, unsere Muskeln natürlich auch trainieren, unsere Haltung aufbauen und den Zusammenhang so ein bisschen verstehen, denn Füße sind auch ganz wichtig beim Thema Kopfschmerzen. Das glaubt man nicht, aber der Körper ist eine Einheit und spür heute wirklich den Zusammenhang von unserem ganzen Körper, unserer ganzen Einheit und starte in einer aufrechten Haltung, wirklich bei den Füßen. Stell dich auf die Außenkanten, drück deine Großzehenballen nach unten und steh auf deinen Fersen. Genau, dazwischen hat ein Fuß Platz ungefähr. Die Knie sind etwas gebeugt, also nicht ganz durchstrecken. Das ist übrigens eher die Alltagshaltung. Und wenn wir so stehen, müssen wir unseren schweren Kopf, der 5 oder 6 Kilo hat, mit unserem Nacken halten den ganzen Tag. Und ich merke schon, wenn ich so stehe, wie es auch in den Schultern zieht, bis rauf zum Nacken und der Kopf beginnt zu schmerzen. Also Brustbein heben, dann kriegen wir auch mehr Luft, Schultern nach hinten unten ziehen, mal die Handflächen zu mir nach vorne, dann die Handflächen zurückdrehen, aber die Schultern bleiben da, wo sie sind, Knie ein bisschen beugen. Und vielleicht noch eine Krone auf dem Kopf vorstellen. Drück mit den Füßen gefühlt etwas in den Boden. Dann richtest du dich gleich noch mehr auf. Dein Beckenboden zum Beispiel wird aktiv. Deine aufrichtenden Strukturen werden aktiv. Und ganz leicht deine Fersen nach innen ziehen. Also so ein bisschen die Fußspitzen in die Außenrotation. Gefühlt, dann merkst du auch gleich, dass du größer wirst. Sehr schön. Fühlt sich schon viel besser an, oder? Kopf und Nacken sind schon etwas befreiter. Wenn du willst, kannst du deine Hände auch etwas aufwärmen, indem du sie reibst und dann mit den aufgewärmten Händen vom oben, hier vom Schädel, neben der Wirbelsäule nach unten streichen, mal so richtig ausstreichen, ruhig auch deinen Nacken oder die Schultern hier etwas kneten. Den Druck bestimmst du auch selbst. Und wenn du da ein bisschen aufgewärmt hast und die Muskeln durchblutet hast, die Faszien aktiviert hast, spür nochmal nach und versuche jetzt deinen Kopf nach rechts und links zu drehen und spüre, wie weit kannst du nach rechts und links schauen. Hast du gemerkt, wie weit? Jetzt wollen wir die Rückenlinie aufdehnen. Das ist die fasziale Rückenlinie, die von der Fußsohle bis rauf zu den Augenbrauen über die komplette Rückseite eine Einheit bildet. Wenn wir die jetzt aufdehnen, indem wir die Fußspitzen hochziehen, die Knie strecken, uns aufrichten und dann mal ein bisschen gehen mit gestreckten Beinen. Du kannst auch im Zimmer rumgehen. Schaut komisch aus, macht aber nichts. Jetzt müsstest du Spannung merken. Lass die Knie gestreckt. Das ist wichtig, dass auch wirklich diese Spannung bleibt. Und du die Aufrichtung wahrnimmst. Spannung im Bauch. Strecken nach oben. Atmen. Jetzt werden wir gleich sehen, ob sich da was verändert, wenn wir diese Rückenlinie aufgedehnt haben. Vielleicht ist auch die Ferse etwas schmerzhaft. Das ist übrigens die Faszie. Eine ziemlich dicke Faszie normalerweise, wenn wir älter werden, dann wird die dünner und dann können auch Fersenschmerzen entstehen. Also entsafte sie doch immer mal wieder, indem du barfuß gehst oder eben den Fersengang machst. Komm zurück. Und jetzt kommt der Test noch einmal. Aufrecht stehen und nach rechts und links drehen und vielleicht jetzt weiterkommen. Oder? Hat's geklappt? Vielleicht? Gut. Also an die Aufrichtung denken und deine Schultern gleich einmal zurückkreisen, rechts und links. Natürlich ist die Beweglichkeit der Schultergelenke, des Schultergürtels ganz entscheidend für einen schmerzfreien Nacken und dadurch auch für schmerzfreien Kopf. Also hier oben ist die Lockerheit wichtig. In der Mitte stabil bleiben. Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Sag mal ich. Genau so.
Nimm die Hände zu den Schultern und werde da jetzt etwas größer. Ganz locker. Ich komme so ein bisschen seitlich zu dir, lässt damit die Arme fallen und schwingst nach rechts und links. Rechten Arm vor, linken Arm vor, Oberkörper mitbewegen, zur Seite drehen. Und das wirklich in deinem eigenen Tempo hin und her. Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule ist entscheidend für entspannten Schultergürtel, entspannten Nacken. Denk dir immer wieder die Krone auf deinem Kopf. Und wenn du merkst, dass du lockerer jetzt bist, nimmst du einen Arm oben, von oben nach unten, den anderen Arm von unten Richtung Fingerspitzen, wechselst dann. Wechselst in deinem eigenen Tempo immer wieder. Wechseln, genau. Muss ja nicht klappen, das mit dem Zusammenfassen. Du kannst auch langsamer die Bewegung machen. Üben kann man das eigentlich ganz gut, wenn man zum Beispiel ein Handtuch nimmt, von oben nach unten hängen lässt und sich dann so annähert an diesem Handtuch, die Finger so zueinander kraxeln lässt sozusagen. Nochmal stopp. Arme nach vorne, Handflächen zueinander, Schultern tief. Und jetzt eine Hand nah am Körper, die andere weiter weg. Und nochmal wechseln, die andere Hand näher am Körper. Und wechseln. Möglichst aufgerichtet dabei stehen bleiben. Ich weiß, so Bewegungen sind gar nicht so einfach, helfen aber wirklich, um da lockerer zu werden. Und dann bleibst du vorne und jetzt ziehen die Ellbogen am Körper zurück. Richte dein Brustbein so richtig auf. Spür die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern nach vorne, Handflächen nach unten und die Ellbogen hier zurückziehen in der Waagrechte. Die Oberarme nochmal zurück, ran, oben zurück, am Körper zurück. Einmal oben, einmal unten. Egal wie hoch deine Oberarme hier kommen, alles ist richtig. Stopp mal. Jetzt ein Arm macht ganz kleine Bewegung zurück. Wechseln, andere Seite, kleine Bewegung. Und wieder lösen, entspannen. Mal nachspüren, hat sich schon was verändert vielleicht, vielleicht auch in der Haltung. Geh jetzt mit dem Oberkörper ein Stück nach vorne. Zieh den Bauchnabel nach oben, schieb dein Steißbein nach hinten und nimm einen Arm zur Seite und löse. Wechsel den anderen Arm. Spür in den oberen Rücken und arbeite hier gegen die Schwerkraft. Wieder zurück. Vielleicht klappt das ja auch mit beiden Armen nach oben, nach unten. Letzten Male. Wenn es nicht mehr geht, mach Pause. Alles ist gut. Dann halte und richte dich auf. Oh, kurz lösen. Und jetzt beide Hände übereinander mit den Handrücken an deine Stirn.
Jetzt drückst du ganz leicht, geh mal so ein Doppelkinn und drück mit deinem Kopf leicht in die Hände, die Ellbogen ein Stück vor, drück dagegen. Merkst du die Kraft vorne? Da brauchen wir nämlich auch Kraft. Und jetzt halte diese Position und tu so, als würdest du gehen in diese Aufrichtung. Einmal rechts, langsam, einmal links, Knie anheben. Und in dieser Aufrichtung dich wahrnehmen. Wenn es nicht mehr geht, wieder Pause machen. Sehr gut. Dann löst du wieder auf, entspannst. Spürt man schnell, oder? Locker aus. Kurz die Schultern lösen. Dann machen wir jetzt gleich noch eine zweite Runde für vorne. Leichtes Doppelkinn. Noch einmal die Hände an die Stirn und den Kopf dagegen drücken. Und noch eine Runde. Gehen. Und vielleicht magst du auch etwas länger auf einem Bein stehen. Nase ein, Mund aus. Dann langsam wieder zurückkommen, entspannen, locker lassen. Super. Einmal in eine kleine Grätsche und jetzt stütze ich mit einer Hand auf und lass den anderen Arm ganz locker schütteln. Du kannst auch mit deinem Körpergewicht deinen Arm etwas von rechts nach links pendeln lassen. Hin und her. Andere Seite genauso. Nochmal vergleichen. Entspannter jetzt. Andere Seite aufstützen, vielleicht hin und her pendeln und auslockern, was für dich jetzt angenehm ist. Wichtig ist, dass wir auch wissen, wie sich ein Lockerlassen anfühlt. Wir verspannen im Alltag viel zu oft. Komm wieder zurück, richte dich auf, nimm nochmal wahr, wie sich's anfühlt. Hüftbreite Position, Schultern nach oben ziehen, am besten ausatmend, einatmen wieder tief, aus, ein. Sind die Vögel vor meinem Fenster? Halte jetzt die Schultern ganz tief und lass den Kopf mal nach rechts über vorne ganz langsam kreisen. Auf die andere Seite. Von der Seite wieder ganz langsam nach vorne. Dein Tempo. Nochmal wechseln. Und dann wieder aufrichten, lösen, fallen lassen. Füße in den Boden drücken, deine Aufrichtung spüren. Was sich immer lohnt, ist nochmal zu strecken und zu räkeln. Vielleicht auch gähnen und vielleicht auch mal dein Kiefergelenk entspannen. Also auch da ein bisschen bewegen. Dein Unterkiefer. Jetzt nimm die Hände nochmal zusammen und reib sie, bis sie richtig schön warm sind. Nackenschmerzen können auch von angestrengten Augen herkommen, also von viel Bildschirmarbeit oder schlechten Sehen, wenn wir uns immer so konzentrieren müssen. Deshalb gönne deinen Augen immer mal wieder Entspannung, indem du sie
Schau ganz kurz her, indem du sie schließt und deine Hände auf die Augen legst. Und jetzt wäre gut, so lange zu warten, bis der Hintergrund, den du jetzt sozusagen siehst mit geschlossenen Augen, ganz schwarz geworden ist, ohne irgendwelche Lichter. Das kann auch wirklich etwas länger dauern. Also wenn du möchtest, dann wiederhole die Übung nochmal, wenn das Video wieder zu Ende ist. Und dann lass die Augen geschlossen und deine Hände nochmal weg. Spür nach, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Schultergürtel? Wie fühlen sich deine Schultern an? Wie fühlt sich dein Nacken an? Und wie fühlt sich dein Kopf an? Hat sich was verändert zum Anfang? Fühlst du deine Aufrichtung? Atme aus und öffne deine Augen. Entspann dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dir geht's jetzt gut. Hast du dich entspannt? Hat sich dein Nacken entspannt? Vielleicht auch dein Kopf? Ein kleiner Tipp noch bei Kopfschmerzen. Mit Daumen und Zeigefinger deine Augenbrauen ein bisschen nach vorne ziehen. So von innen nach außen. Ist angenehm, oder? Wieder von innen nach außen. Zieht gleich die Rückenlinie lang. Also das kannst du so lang machen, wie es für dich sich gut anfühlt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich über einen Kommentar, über einen netten, über einen Gefällt mir vielleicht, wenn es dir gut getan hat. Vielen Dank natürlich, wenn du meine Arbeit wertschätzen willst. Danke. Der Link wäre unten, da steht deine Unterstützung. Klick drauf und wähl dann aus, mit wie viel im Monat. Kann 2,50 sein, 5,10 Euro, 20, was ist dir wert? Das ist auf jeden Fall vielen Dank. Und wenn du willst, lade noch jemanden ein, sich auch mit uns zu bewegen. Oder sei du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann!